Diese Leute haben beim Job die Legalisierung zu ernst genommen. Junge, ich will wirklich nicht wissen, was der genommen hat, dass der sowas dahin gezeichnet der hat. Der Helikopterpilot ist auch gerade auf einer ganz anderen Mission. Als ob man die Flagge nicht sieht. Einmal hier Italien, für die Flaggenkenner noch Österreich. Und dann kommt da nochmal eine ganz komische Flagge hin. Wenn du denkst, der Tag kann nicht mehr schlechter werden und du dann so einen Durstlöscher kriegst, dann ist auch alles hier vorbei. Hier im Boden einfach mal statt Schwarzeiche Birkenholz benutzt. Was ein Monster. Und normalerweise verwendet man den Eiffelturm als A und nicht als I. Für mich sieht das nach Paras aus. Wer auch immer dieses Loch in den Salzstreuer gemacht hat, ist für mich ab jetzt vogelfrei. Und der Typ will einfach mal ein paar blinde Leute verwirren.